Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Wir sind hier immer noch in dieser Festung und suchen uns ein paar Witter. Aber der Gast ist ober uns, ja. Kurz schauen in welche Richtung. Ah, wir gehen wieder zurück, ja. Okay. Gehen wir mal zu dieser Maus, oder? Hallo? Maus? Ja. Feuer. Okay. Dachte schon, ich hätte irgendwas Verbranntes aufgenommen. Na gut. Ja. Mir geht schon wieder ein bisschen besser. Hab ein bisschen geschlafen, aber naja. Ich spüre einfach die Krankheit. Das Diabetes, der Unterzucker noch in mir. Das ist nicht so gut. Aber, außer Konzentrationsschwierigkeiten und ein bisschen Schwäche habe ich nichts mehr so Schlimmes an mir. Kann ich wieder Sport machen. Ich werde nachher wieder ein bisschen trainieren. Einfach nur im Zimmer. Ja, draußen habe ich schon mal trainiert ein bisschen, aber naja, ging nicht so atemberaubend gut. Aber ja. Das Let's Play geht gut. Einfach eben die Konzentration ist mir noch ein bisschen im Nacken. So. Also wir finden keinerlei Bitterskelette. Ist ein bisschen schade. Gehen wir dort drüber. Oh, ich wäre fast runtergefahren. Wie komme ich jetzt da drüber? Da geht's noch rüber. Gott, haben wir nie das richtige Material zum Rüberbauen. Dann bauen wir hier mal ein bisschen ab. So, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, Pech. Gehen wir wieder zurück. Boah. Wieder etwas, das ich nicht gerne mache. Also wenn ein Gas kommt, dann muss ich schnell rüber. Sonst habe ich keine Chance hier oben. So, das ist jetzt mal leicht gewesen. Zum guten Glück. Was machst du hier oben? Was machst du in der Hölle überhaupt? Du da. Hä? Ja, ja. So, oder? Machen wir kurz, okay. Ja. Toll, wisst ihr, wieder mal richtig. Man dachte, das schnelle Abbauen ist vielleicht etwas schlecht. Was ist denn immer los mit diesen Bugs? Frechheit. Gehe nach oben. Ich mag nicht so schnelles Abbauen. Ein Minimum hätten sie reinbauen können, die von Mojang.
Dankeschön. Wirklich toll. Geht das schnell? Gott, oh Gott, ich muss mich da umbauen. Wenn man nicht mehr so reingespielt ist, dann hat man ein paar Probleme, aber... Ja, ja. Ich werde ja da nicht so viel Zeit mehr brauchen, um wieder reinzukommen. Rein in das Spiel. Haben wir nicht einen Bogen? Haben wir noch keinen Bogen? So. Ah, Mann, du Scheiße. Scheiß Hunger. Auch ein Werwolf natürlich. Ich gehe wieder runter. Es geht mal gar nicht, wenn hier noch ein Werwolf sein muss. Geht es gar nicht. Was soll ich denn machen? Ja, das regt mich jetzt auf. Ich bin ja im Frieden. Aber das muss ich jetzt machen. Ja, toll! Ah, die spawnen einfach wieder neu. Kann man nicht mal ein bisschen etwas ausruhen. Ich könnte dies einfach töten mit einem Bogen, aber nein. Ich muss hier keinen Bogen haben. Ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, so einen Bogen zu verzaubern. In diesem Let's Play. Sonst wäre es ein einfaches. So. Also, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwas am Boden. Ah, das ist ein Schleim. Magma. Schleim. So. Gehen wir hier rein. Ist wieder etwas zu. Ah, das ist der Dingrock. Soul Sand. Ja. So. Also hier oben zuerst schauen. Waren wir schon? Ah, da waren wir schon. Okay. Sättel. Boah. Heftig. So. Vorsichtig sein. Da sind wir auch schon gewesen. Hm. Und hier? Ah, das ist der Anfang gewesen. Da, nein, das ist... Hallo. Bisschen weiter oben. Hm. Ja, okay. Ja, ja. Oh Gott.
sind hier? Wieso nicht dann? Okay. Hier ist auch noch. Okay. Ist gut. So, also bin ich weg. Aha, hier sind wir wieder. Nein, das ist nicht der Eingang, wo wir reingekommen sind. Gut, dann will ich mal hier hin noch gehen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, ja, ein schön vorsichtiges Let's Play. Also der Part von einem Let's Play. Ich will nichts riskieren. Ich will nur nach Hause wieder. Egal, ob wir jetzt die Skelettköpfe haben. Puh. Okay. Ja, da sind wir wieder. Okay, jetzt weiß ich wieder wo. Jetzt mal ein bisschen mehr Action machen. Na, das ist hier. Das ist hier. Nix. Nee. Nix Gescheites. Nur Müll. Ja, da sind noch ein paar Truhen. Eine Truhe mal sichtbar. Ja. Wenigstens ein Feuerzeug. Ist doch immer gut, oder? Wenn mal das Portal kaputt geht. So. Ja, aber ich will wieder zurückkommen irgendwie. Man findet einfach immer diese Truhe wieder. Na gut. So. Hopp. Nicht zu weit. Okay, dann machen wir mal wieder aus. Mann, das ist doch kein Hardcore Let's Play. Das ist doch nur ein normales Let's Play mit Bauanlagen und Rollenspiel. Was ich auch mehr machen könnte, aber so viel Ablenkung die ganze Zeit. Ich mag das Spiel wegen der Ablenkung nicht so. So, also hier waren wir ja. Dinge waren wir irgendwo hier durchgegangen. Aber wo war das? Da oben? Nein, das muss hier vorne sein. Ja, ist nicht hier, gell? Ach doch. Hier vorne irgendwo. Also die Richtung ist ja richtig. Man sieht es fast gar nicht. J. Wegpunkte, Farbe, Enden. Ja, Enden. Blau. So. Das ist wichtig. Gut. Aber wo ist jetzt die... Da ist es. Ha, da ist es ja. Super, gut. Dankeschön. Boah, was ist das gewesen? Sieht cool aus, ne? Ah, da sieht man es ja ganz gut. Blau sieht man einfach total gut hier. Der nette Welt. Aber wie komme ich jetzt wieder nach oben? Wir sind hier außen irgendwo herumgegangen.
Open. Und jetzt hier irgendwo drüber, gell? Ja, oben drüber. Also wir waren weiter nach oben gegangen. So. Ja, da grabe ich mich nach oben. Also nach oben. Bauen. So. Da können wir auch mal wegmachen. Gut. Und jetzt können wir wieder laufen. Können wir unser Essen verschwenden bis zum Portal. Ich will jetzt nur noch raus. Fertig jetzt. So. Gut. Haben wir noch eine Viertelstunde in diesem Part und können halt irgendwas machen. Bogen verzaubern, ja. Zum Beispiel. Und vielleicht dann in der Netherfest, in der Farmwelt ein Portal aufmachen. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Ja, ja. So. Dann gehen wir wieder zurück. Also. Das hier ein, das, das. Jo. Die Fäden brauchen wir jetzt noch nicht. Die Fäden. Ja. Wir haben einen Skelettschädel, aber kein Witter-Skelettschädel. So eine Frechheit. So. Gut. Oh, ein bisschen Feuer hier rein. So, das ist wichtig. Die Sachen hier rausnehmen. So, Modelle. Tun wir mal das rein hier. Und hier. Das alles hier rein, damit wir alles auf einmal haben. Ja. So, jetzt. Gut. Machen wir uns einen Bogen. So. Schauen wir mal, was wir so verzaubern können. Schlag, Stärke. Stärke 1. Wir brauchen noch die Finger. So. Die Levels und die Rocken. Okay. So. Was wollte ich sagen? So. Suchen wir noch ein paar schöne Sachen in der Farmwelt.
Dann bekommen wir auch gute Level. Und hat dann ein bisschen Meine noch. Und wenn wir dann den Bogen haben, gehen wir wieder in den Neffe, aber in der Portale. Müssen dann halt wieder Obsidian holen zuerst. Aber ja, dann geht's gut. So. Soll ich mal in die andere? Nein, ich gehe in diese. So. Kurz mal zumachen, sonst falle ich da noch runter. So, ich will ja. Ich gehe in diese Richtung, oder? Zum Dorf wieder. Und danach irgendwo in eine neue Richtung. Nach Osten am besten. So. Ja. Dann brauchen wir uns mal ein Boot machen. So, das wollte ich noch. Ein Boot, bitte. Gehen wir hier aufs Boot, damit es nicht herumpackt. So. Und alles Richtung diesem Ding, also in dieses Dorf in Wüste 1. Ja. Vielleicht finden wir ja irgendwas Cooles. Ein schönes Biom. Tropischer Garten. Oder sonst irgendwas. Tropics heißt es, glaube ich. Ein Ding wäre noch cool. Ein. Wie heißt das? Fragezeichen. Es gibt noch ein cooles Biom. Es gibt noch mehrere coole Biome, aber leider kenne ich die Namen nicht mehr so, weil es schon Ewigkeiten her ist. Seitdem ich so richtig Baum so Plenty gespielt habe. Ja, das sind die zwei Wasserfestungen. Das cool ist nebeneinander. Es gibt noch so, ja, Bambuswald ist noch cool und allerhand. Ein japanischer Garten. Genau. Puh. Ein Gletscher möchte ich auch mal haben. Aber das möchte ich dann lieber am Spawn finden, also wo man bauen kann dann. Ja. Das wird richtig cool sein, wenn wir so etwas hätten dann. Denn, dann baue ich die Schweiz noch. Machen wir die Schweiz. So. Komm, Boot, schneller. Da ist das Ding, Dorf schon. Ich finde die Dörfer extrem geil gemacht mit den Mods, die ich da drin habe. Ah, ja. Also, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Das ist überall mehr. So Korallenriff entdecken und so, das ist sicher auch noch toll. Wir haben dann sicher irgendwie die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen oder so. Ah, das sind die Dinger. Mangroven. Die nehme ich mit.
Oh, und was ist das? Was ist das für ein Berg? Ah, das ist der Tropics. Hä? Genial. Komisch. Schiff geht kaputt. Nein. Gut. Prima. So, was haben wir hier? Nehmen wir mal einen groben Holz. Dann nehmen wir mal das. Gib mir mal ein paar Setzlinge, genau. Schön ein helles Holz. Ich mag's. So. Gib mir mal ein bisschen Setzlinge. Ich brauch doch Setzlinge. Irgendwie ist es nicht so gut, das Wasser hier. Ich versinke immer so ein bisschen. Oh ja, genau, sehr gut. So. Dann gehen wir rüber. Sodele. Ja. Gehen wir hier oben durch. Das sind Vulkane, oder? Das ist wie Hawaii hier. Mega geil. Hübsch. Echt hübsch. Und da unten sind große Vulkane. Da müssen wir unbedingt hier noch anschauen. Ja, da geht's ja kaputt. Blödes Boot. So, ein paar Dschungel. Setzlinge mitnehmen. Was ist das? Kakobohne. Hab kein Setzling, schade. Aber hier von diesen Palmen. Können wir schön ein paar anpflanzen. Aber die bringen wahrscheinlich wenig Setzlinge. Schlangen höre ich irgendwie hier auch. Die greifen hoffentlich nicht so an. So. Aber Part ist leider jetzt wieder vorüber. Im nächsten Part machen wir dann weiter. So. Ich hoffe, ich bekomme noch kurz ein paar Setzlinge. Was ist denn das für ein Mist? Die verlieren nicht mal genug Blätter. Das ist ein bisschen scheiße, hä? Tja, da unten ist ein Setzling. So, immerhin einen. Die anderen machen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zugucken. Euer Drago. Tschüss.